Ja, also in erster Linie merken wir, dass das immer schwieriger wird, unsere Ausbildungsplätze zu besetzen. Und deswegen müssen wir neue Wege gehen. Und dann habe ich das durch Zufall im Internet gesehen und bin dann da darauf gekommen. Und deswegen sind wir zum ersten Mal dabei und suchen Industriekaufleute und Maschinen- und Anlagenführer. Und letzteres bilden wir nämlich zum ersten Mal im Sommer aus. Und deswegen wollen wir uns hier als japanisches Unternehmen ein bisschen bekannt machen in Norderstedt. Also gerade die jungen Leute, die jetzt oben sitzen, Interesse und Lust, sich mal andere Berufe anzusehen. Man darf die Jobtour ja da. Einfach in Berufe reinzuschauen, in Firmen reinzuschauen, die man vielleicht vorher noch nicht kannte, unabhängig der Neigung. Das Besondere hier im Institut ist, dass das Institut sehr groß ist für ein Bestattungsinstitut und dadurch sehr viele Bereiche einzeln abdeckt und man sozusagen die einzelnen Abteilungen in der Ausbildung sehr gut durchlaufen kann und jeden einzelnen Bereich für sich erfahren kann sozusagen. Ja, also die Ausbildung nennt sich Bestattungsfachkraft und mitbringen sollte man von Haus aus auf jeden Fall Empathie, Offenheit gegenüber vielen neuen Eindrücken auf jeden Fall. Gewisse mentale Stärke sollte auch vorhanden sein. Also ich werde eigentlich häufig immer gefragt, wie ich damit umgehe und wie ich das schaffe, zum Beispiel nicht auch emotional zu werden. Ich habe mit der Zeit gesehen, wie eigentlich das Schöne an der Arbeit, zum Beispiel wenn da ein Verstorbener liegt und ich weiß, okay, ich mache den jetzt nochmal fertig für seinen letzten Gang. Und aber auch, dass die Angehörige sich schön nochmal von denen verabschieden können. Und somit habe ich eigentlich, es ist gar nicht dieses, dass man stumpf wird, sondern dass es einen glücklich macht. Dass ich dann am Ende, vor allem wenn man dann positive Bewertungen bekommt, auch von den Angehörigen, dass sie es schön fanden, dass es denen sehr geholfen hat, dass es einen auch wirklich glücklich macht, dass man weiß, okay, ich habe den Angehörigen jetzt geholfen. Welche Ausbildungsberufe bilden wir aus? Klassisch Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Das ist Oldschool Elektriker, aber der Name sagt ja schon, wir haben sehr viel mit Energietechnik und Elektronik zu tun. Also sprich, die Bauteile werden im elektronischer und da haben wir auch den Umschluss, wir brauchen teilweise auch PCs für die Inbetriebnahmen. Einige Sachen sind Plug and Play, es ist aber auch sehr viel Handwerk. Wir freuen uns jedes Jahr wieder, den Beruf Steuerfachangestellter oder auch die Studienmöglichkeiten in diesem Bereich an die jungen Leute heranzuführen, weil es eben genau das Problem ist, dass diese jungen Menschen dieses Berufsfeld gar nicht kennen. Also das Berufsfeld erstmal bekannt zu machen, ist ein wesentlicher Punkt. Und der zweite ist natürlich, dass wir auch versuchen, qualifiziertes Personal zu bekommen. Fachkräftemangel ist auch bei uns ein Thema. Die jungen Menschen merken, sobald sie mal ein Praktikum oder eine Ausbildung in diesem Bereich beginnen, dass es ein sehr spannendes Feld ist. Wir haben mit sehr vielen Menschen zu tun, sehr vielen Branchen, sehr vielen Bereichen der Wirtschaft. Und wir sind allgemein ausgebildet, also wird der Job jeden Tag nicht langweilig und unter anderem hoch digitalisiert. Also wir nehmen die Ausbildung sehr ernst und hoffen und wünschen uns von den Auszubildenden, dass die das auch tun. Wir kommunizieren offen und ehrlich mit denen und bei uns ist der Auszubildende keine Nummer, sondern wird hier wirklich die ganze Zeit von A bis Z begleitet. Und in der Regel erhoffen wir uns, dass wir dann einen Mitarbeiter für die Zukunft finden können, der sich dann hier wohlfühlt und bleibt. Weil ich denke, nur wer Spaß an der Arbeit hat und Freude, der kann auch gut sein. Dieser Bericht wurde Ihnen präsentiert von der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt, EGNO. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.